Bam, 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 bam. Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Heute mit einem Kostüm-Tutorial. Jawohl. Denn wer gedacht hat, man könne sich nur zu Fasching oder Halloween verkleiden, der hat sich getäuscht. Und er kennt diesen Kanal vermutlich auch noch nicht lange genug, um zu wissen, dass ich auch unterjährig sehr, sehr gerne Kostüme umsetze. So auch heute. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Nintendo. Herzlichen Dank dafür. Denn heute geht es einmal mehr um ein Kostüm für einen bekannten oder mehrere eigentlich bekannte Charaktere aus einem Nintendo-Spiel. Meine Kinder feiern aktuell sehr das Spiel Super Mario Maker 2 für die Nintendo Switch, für das es gerade ein neues Update gab. Bei diesem Spiel kann man eigene Super Mario Level bauen. Und hier im Hause Mommy Made läuft das so, dass aufgrund der Tatsache, dass meine Kinder relativ früh festgestellt haben, dass ich ihnen haushoch überlegen bin, wenn es um Super Mario Spielen geht, weil ich einfach eine Game Boy und lange, lange Super Mario Spielzeiterfahrung habe. Genau. Und deshalb mögen sie gerne Super Mario Maker 2, denn da können sie Levels bauen, die ich dann durchzocken muss. Und da machen sie sich natürlich einen Spaß daraus, diese möglichst schwierig zu gestalten. Und in aller Regel muss ich dann am Ende nicht nur gegen einen Endboss kämpfen, sondern gegen eine ganze Bataillon an Koopalingen. Und weil sie das so gerne mögen, habe ich gedacht, verwandle ich sie jetzt auch im echten Leben in Koopalinge. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen. Genau, essentieller Bestandteil eines solchen Koopaling-Kostüms ist natürlich der Panzer. Und den wollen wir heute zusammen herstellen. Und ihr könnt auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn dann gibt es das eine oder andere Exemplar dieses netten Spiels auch hier zu gewinnen. Was ihr braucht, um einen solchen Panzer herzustellen, ist ein 10 Liter Rucksack in möglichst günstig. Wie gesagt, die Varianten, die ich gewählt habe, verlinke ich wie immer in der Infobox. Ihr braucht etwas, womit ihr diesen Rucksack ausfüllen könnt. Das kann Luftpolsterfolie sein oder Zeitungspapier oder Füllwatte oder was immer ihr da habt. Möglichst leicht und möglichst ausfüllend, aufbauschend. Das wird die Basis unseres Panzers. Dann braucht ihr Filz in den Farben des Cooperlings eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Türkis und Blau und für die andere Variante hatte ich Gelb und Orange. Schaut mal im Internet, da könnt ihr zu allen Koopalingen die Farbkombis finden. Dafür braucht ihr auf jeden Fall Filz. Ich habe Filz in 1 mm Dicke und 90 cm Stoffbreite gewählt. Ich habe einen Meter pro Farbe gekauft, den hätte ich definitiv nicht gebraucht. Also das ist das, was übrig ist. Ich sag mal, ein halber Meter hätte es auch getan, vielleicht um sicher zu sein, so 60, 70 cm. Wenn ihr nicht genau wisst, wie viel ihr braucht, um diese Höhe abzudecken. Aber ich denke, eigentlich müsstet ihr mit einem halben Meter hinkommen. Was ihr auf jeden Fall für alle Koopaling-Panzer braucht, ist weißer Filz. Denn diese Umrandung haben sie ja alle. Erreicht euch, wenn ihr die 90 cm Breite habt, auf jeden Fall auch ein halber Meter. Um das Ganze noch mit Spikes zu versehen, hier braucht ihr entweder Snap-Pub oder Washable Paper oder einen festen Fotokarton. Daraus habe ich die gemacht. Und dann braucht ihr keine Nähmaschine heute. Ihr braucht einzig und allein einen Tacker, eine Heißklebepistole und oder Bastelkleber. Und damit können wir das zusammenschustern, ohne zu nähen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Polstert euren Rucksack mit Luftpolsterfolie, Zeitungspapier oder Füllwatte aus und legt ihn auf eine doppelte Lage Filz. Schneidet dann zwei Stücke Filz so zu, dass sie etwa bis zur Hälfte der Höhe eures Rucksacks reichen, wenn ihr die Ränder hochschlagt. Lieber etwas zu viel als etwas zu wenig. Und schneidet dann die Form grob zu. Legt den Rucksack zwischen die beiden Filzlagen und befestigt erst oben und dann unten und dann ringsherum die Ränder aneinander mit einem Tacker oder einer Heißklebepistole. Achtet darauf, dass ihr die Stellen, an denen die Riemen angenäht sind, dabei ausspart.
bam 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 bam. Als nächstes braucht unser Panzer ringsherum einen Wulst aus weißem Filz. Nehmt euch dafür die volle Breite eures Filz, bei mir sind das 90 cm, das hat bei meinem Rucksack gut gepasst, und schneidet einen Streifen von ca. 20 cm Höhe zu. Den könnt ihr jetzt entweder längs falten, hier unten zusammennähen, wenden und mit Füllwatte füllen. Oder ihr könnt das so machen, wie ich es gemacht habe, und dicke Flieseline in die Mitte legen und dann euren Filz drumherum wickeln und am Rand mit Heißkleber fixieren. Euch so am Rand entlang arbeiten und eine Rolle formen. Bam, 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 bam. Diese Rolle muss jetzt um den bisherigen Panzer herum drapiert und fixiert werden. Ich trage dazu Heißkleber am Rand auf, vorne und hinten, und drücke die Rolle dann so fest, dass sie den Rand des Rucksacks oder der Rucksackverpackung quasi umschließt. Und so arbeitet ihr euch jetzt komplett um den Panzer herum. Schiebt unten angekommen ein Ende in das andere und fixiert das Ganze auch hier mit Heißkleber. Jetzt ist unser Panzerrolling fertig und braucht nur noch die charakteristischen Spikes. Messt mit eurem Zirkel einen Radius von 4 cm ab und zeichnet damit auf euer Snap-Pap oder euren Fotokarton einen Kreis mit einem Durchmesser von ergo 8 cm und schneidet den dann aus. Sucht euch jetzt den Mittelpunkt eures Kreises und schneidet mit der Schere vom Rand zu diesem Mittelpunkt hin einmal ein, legt an dem Schnitt euer Geodreieck an, markiert dort, zum Beispiel mit dem Fingernagel oder mit einem Stift, einen rechten Winkel und schneidet entlang dieser Linie ein Viertel des Kreises aus. Und dieses Gebilde könnt ihr jetzt ganz toll zusammenklappen, so, und einen Kegel daraus formen. Und an der Schnittstelle bzw. an dem Teil, wo das überlappt, einfach jetzt Heißkleber oder euren Bastelkleber auftragen und das Ganze zu einem Kegel schließen. Messt jetzt sicherheitshalber nochmal den Durchmesser eures Kegels aus und wir wollen einen Filzkreis, der rechts und links einen Zentimeter größer ist. Das heißt, ihr messt das ab und schneidet dann aus eurem Filz einen Kreis mit genau diesem Umfang aus. Viertelt euren ausgeschnittenen Filzkreis und macht euch eine Markierung 1,5 cm vom äußeren Rand entfernt. Nehmt euch dann euren Zirkel, setzt den auf die Mitte auf und auf eure Markierung und macht euch da eine Kreismarkierung, wie gesagt 1,5 cm vom äußeren Rand entfernt. Und diesen inneren Kreis oder dieses innere Viertel von einem Kreis schneidet ihr jetzt aus. Im Resultat habt ihr aus Filz einen wunderbaren Ring, der ganz toll über den eben gebastelten Kegel passt und so auf euren Rucksack kann. Setzt den in der Mitte des Rucksacks auf und guckt erstmal, wie viele von diesen Spikes ihr jetzt braucht. Ich werde in der Mitte 3 und jeweils links und rechts 2 Spikes anbringen. Setzt dafür euren Spike an die Stelle eurer Wahl, tragt ordentlich Heißkleber oder eben auch Bastelkleber ringsherum auf euren Filzring auf und dann könnt ihr den vorsichtig von oben über euren Kegel schieben und am Kegel und am Rucksack ordentlich festdrücken.
Und das macht ihr jetzt mit allen Spikes. Bam, 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 bam. Jetzt freue ich mich, wenn ich spätestens zu Halloween oder kommendes Jahr zu Fasching wieder den ein oder anderen Cooperling sehe, der aufgrund dieses Tutorials entstanden ist. Das würde mich sehr freuen. Fotos meiner Cooperlinge findet ihr wie immer bei mir auf meinem Instagram-Profil. Springt da mal rüber. Wenn ihr eure Kostüme, die anhand meiner Tutorials entstanden sind, publiziert, heißt das, veröffentlicht, wenn ihr Fotos teilt auf Facebook oder auf Instagram, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich verlinkt oder die Anleitung teilt. Das freut mich immer sehr. Und jetzt darf ich 3 Exemplare von Super Mario Maker 2 für die Nintendo Switch hier in diesem Video verlosen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer hier unten in der Infobox. Um eins dieser Spiele gewinnen zu können, lasst dem Video ein Däumchen da und schreibt mir bitte in die Kommentare unter dieses Video, welcher der Cooperlinge euer Lieblings-Cooperling ist. Das würde ich gerne wissen. Die Gewinner werden wie immer in einer Antwort auf Ihren Gewinnerkommentar benachrichtigt. Und ich würde sagen, ich drücke euch allen die Daumen. Abonniert den Mommy Made Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr die zukünftigen Videos von mir, der Sarah von Mommy Made, hier auf dem Kanal nicht verpasst. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommy Made!